Ich finde, Radfahrer sind als Autofahrer schon schlimm, aber ältere Menschen als Radfahrer, davor habe ich noch mehr Angst. Ja, zu Recht. Die sind halt auch unberechenbar. ziehen halt durch, so ist das egal. ja. Die meinen ja immer noch aus 1968. Ja, bis jetzt können wir da hintuckern. Bis jetzt. Ja, das ist nur, das sollte auch so sein. Ich habe vorher gegoogelt und Stau war hier nicht. Das ist einfach nur, weil die hier rechts irgendwas mit der Brücke machen. Zumindest steht hier so ein Gerät. Also steht hier auch seit heute Morgen. Mhm. Also wirklich, weiß ich gar nicht, ob die hier was machen. Ja, gehen wir mal an. Na schön. Spiegel gucken, blinken, auch wieder rechts rüber. Blinker wieder aus. Locker dritte Gang. Ja. Wieder Gas geben, ein bisschen rechts bleiben. Da kannst du den dritten hochziehen bis 70. Ja, vierter Gang ist gut. Wenn du die 80 halten kannst, kannst du auch gerne den fünften nehmen. Kommt aber ein bisschen auf die Verkehrslage an. Wieder in der Tunnel, ein Traum. Im Tunnel sollten sie den Sonnenbrille abnehmen. Nicht so richtig, aber es geht bergauf. Genau. Da musst du halt ein bisschen mehr drücken, dass wir hier ein bisschen Anschluss haben. Ja. Wolltest du nicht irgendwie erster, zweiter Gang mit mir machen? Ja, machen wir auch gleich. Ah, okay. Na dann. Fast das Gleiche. Fünfter, dritter, erster, zweiter, die Ecke. Okay. Es ist eigentlich... Ruhig noch ein bisschen Gas. Ab dem Schild darfst du leider erst Gas geben. Also bis hier. Cool. Ist es 5? Ja, ja. Okay. Versuch das aber, also wenn du oben bleibst, so ein Gefühl zu machen, weißt du? Ist alles gut, ist schon, das heißt, hey, ja. Musst du noch ein bisschen drücken. Genau. Hinter dir kontrollieren, dass du so siehst, wie viel da so los ist. Was die so machen. Die von hier rechts, je nachdem, wie viele das sind, müssen jetzt gleich halb hier drauf. Und entweder der gibt Gas. Oder nicht, er gibt nicht ganz so viel Gas, aber ist wahrscheinlich. Genau. Deswegen ist auf Autobahnen übrigens auch immer dieses Vorfahrtproblem. Ruhig wieder fester Gas geben, viel fester als in der Stadt. Damit du nicht einfach so von da hier reinziehst und dann alle ausbremst, sondern dass du eigentlich auf Beschleunigungsstreifen beschleunigst. Mhm. Gut, das reicht, reicht. Ganz, ganz locker. Hinter dir. Cool. Was ist denn das? Einfach forschen. Einfach beobachten. Phoenixsee kennst du, oder? Mhm. Der ist hier rechts. Ach krass. Also wenn man hier rechts runterfährt, guckst du direkt am Phoenixsee raus. Ja, stimmt. Wir fahren aber noch weiter geradeaus. Ist dann hier oben. Ja. Du kannst auch gerne den Tempomat drücken für die 80. Einfach Knöpfchen. Klack. Das heißt, der 78 drückt noch einmal auf Plus. Also auf diese Plus-Tasten da. Ne, da drüber. Das ist Lautstärke. Das ist gut. Aber ich meine auf die Plus-Tasten. Ah, okay, mein Gott. Genau. Ah, jetzt müssen wir 110. Das ist ein bisschen viel. Machen wir ein bisschen weniger. Oh, wir müssen auf 80 kommen. Ja. Warte. So. Ah, okay, na dann. Siehst du denn die 80, die Blut hier stehen? Ja. Yeah. Okay. Du kannst quasi mit diesen Plus- und Minus-Tasten immer zur nächsten vollen Zahl aufrunden. Also 70, 80, ah, oh mein 100. Gott, das, deswegen war ich auf einmal so schnell. Ich war gerade so, genau, weil du das zwei, dreimal gedrückt, weil du wahrscheinlich gesagt hast, 78, alles klar, drücke ich mal zweimal. Korrekt, das war mein Gedankengang. Ja, ja, und dann sind wir schon bei 110. Ah das, ja, dann. Ich habe mich schon so gewundert, dass so 2 km/h anscheinend so viel Unterschied hier drauf macht. Nee, nee, das Ding ist gar nicht so empfindlich. Also wenn du einmal drauf drückst, wie gesagt, rundet der halt auf. Da vorne kommt gleich eine Ampel. Mhm. Nimm mal schon mal Gas ein bisschen weg, beziehungsweise bremst ein bisschen. Einfach damit wir das gleich da vorne locker regeln können. Wir fahren da gleich rechts weiter. Okay. Du kannst dafür schon mal anblinken. Dann weißt du hinter dir schon mal, was du machst. Und Kupplung drücken. Bei einem 50er machen wir das nicht. Nicht runtergucken. Ne? Wir fahren jetzt erstmal hier rechts rüber. Auch nicht so stark bremsen. Nimm mal einen zweiten Gang.
bisschen Gas. Ja, schön weit links beobachten. Kommt da jemand? Ja, alles gut. Oh mein Gott. Du hast noch voll viel Platz. Ah, okay. Na dann. Kupplung wieder drücken. Genau. Und wenn du dann sagst, ja, ist alles cool, dann können wir gleich in Ruhe fahren. Gott sei Dank. Gut. Und direkt Kupplung im zweiten Gang. Cool. Oh. Und wenn du willst, Kupplung im dritten Gang. Krass, wenn du in die Kurve beschleunigst, merkst du, wie sich das Auto da so reinzieht. Ja. Jetzt musst du deine Geschwindigkeit öfters mal ein bisschen besser kontrollieren. Einfach weil, wir sind ja jetzt länger ein bisschen schneller gefahren. Mhm. Du hast das Geschwindigkeitsgefühl halt weg. Hier ist Ortseingang, Dortmund, Berghofen. 50. Wahrscheinlich am Berg. Also 50. Ja, wenn es geht. Auch Ampel gut beobachten. Bremse und Innenspiegel, ne? Zack. Wo sind wir eigentlich gerade in Dortmund? Dortmund? Berghofen. Berghofen. Mhm. Gar nichts. Im Sommer so gegen 20, 21 Uhr ist das ja ganz krass, weil da hinten geht die Sonne immer unter. Und dann leuchtet die ganze Stadt ziemlich so dunkel. Dunkel-orange, das ist ziemlich geil. Ja, schön. So, Green Berlin. Jetzt können wir. Ja. Direkt zweiter Gang. Ein bisschen langsamer loszulassen, hast du gemerkt, ne? Ja, das ist das. Genau. Fahr vorausschauend, sodass du quasi die Ampel erkennst und das Schild dahinter erkennst. Und in den Spiegel gucken, Geschwindigkeit gucken, weiter bremsen erstmal. Du bist noch lange nicht bei der Geschwindigkeit. Ja, dann zweiter Gang. Kupplung lösen, Geschwindigkeit weiter kontrollieren. Ne? Also sonst kommt man zu schnell zu hoch vor der Geschwindigkeit. Mhm. Alles gleichzeitig. Eieiei. Okay. Nicht beeilen. Mhm. Dieser Kreis ist richtig klein und ätzend. Nimm mal eine Kupplung und erster Gang. Mal links, du musst ja noch abchecken. Mhm. Okay, und dann kannst du langsam rein. Gut, drumherum lenken. Und geradeaus wieder raus. Gib nicht zu viel Gas, weil sonst kickt dich das ja weg. Blinker noch. Eieiei. Ja, ja. Später, wenn du einen Führerschein hast, bin ich ziemlich sicher, regelst du das wie alle anderen das auch regeln. Dann fährst du nämlich einfach gerade drüber. Das ist aber so nicht gedacht. Genau. Also, so wie wir das jetzt gemacht haben, so ist das halt für die Prüfung ganz gut. Ne? Oh, kontrollier mal deine 30. Check sie mit ihrer Tasche hier. Direkt Fußgängerweg. Guck mal, wie die alle fahren mit dem Radweg. Siehst du das? Mhm. Spiegel gucken, dass du das genauso machst. Gas weg. Und dann Kupplung, ein bisschen bremsen. Ja, ich weiß, es ist grün, aber irgendwie. Erster Gang, fährt halt keiner. Der zweite Gang. Opa fährt nicht, okay. Außenspiegel gucken, wegen Fahrrädern. Langsamer werden. Wir können das leider nicht so machen, wie die vor uns das machen. Die fahren da nämlich einfach drüber. Kupplung langsam lösen. Und wir fahren geradeaus auch wieder raus. Dann gut umlenken. Blinker ist noch da. Kupplung los. Und dritte Gang. Und langsam lösen. Aber selbst die 50 erreicht man so, wenn es bergab geht, da musst du einmal drauf drücken. Warum sind hier so viele kleine Kreise? Außenspiegel gucken. Bremse los, bremse los. Nochmal Kupplung. Kupplung, dass du nicht zu schnell bist. So, zweiter Gang. Wir fahren nämlich rechts weiter. Spannend, oder? Dann fahren wir rechts weiter, Spiegel gucken erstmal. Nee, das geht's.
Dortmund ist halt schon ein bisschen anders als Lünen, ne? Das ist so. Ich meine, der Typ hat zwar einen Helm auf, aber ob der jetzt was gebracht hätte, weiß ich auch nicht. Ich weiter, bis an die Linie. Cool. Und erst Gang. Guck mal, der hat sogar einen Stock dabei. Und ein Rückspiegel. Rückspiegel am Fahrrad ist. Alter, kann er richtig schnell rausgeschossen. Ich bin so, okay. Ja, ja, ja. Das ist aber auch schwer, Fahrschülern zu erklären, wenn ich immer sage, so, boah, du musst auch daran denken und daran denken. Dann denkt ihr immer so, ja, wer soll denn da rauskommen? So, jetzt ist die Frage, jetzt hätte ich einen grünen Pfeil, jetzt könnte ich ja eigentlich fahren. Das Ding ist, es lohnt sich ja nicht, weil... Nee, weil eigentlich ist die Kreuzung auch voll. Gut entschieden. Aber jetzt kriegst du direkt wieder grün. Ich glaube, dann kannst du in Ruhe fahren. Berg, da kannst du nicht viel machen. Leider. Das ist, wie es ist. Jetzt muss ich ein bisschen mal Happy Birthday Nicole. Weißt du, Nicole hat Geburtstag gehabt. Oh, cool. Steht da oben an der Brücke. Ist schon ein bisschen länger her. Alles Gute, Nicole. Wie sprüht man das dann von oben? Also wie sprüht man das? Ich glaube, das ist, ich kenne mich jetzt nicht aus, aber ich würde behaupten, das ist so mit so einer Farbrolle gemacht. Ja. Weil das ist nicht mehr gesprüht. Setze dich da oben auf die Brücke und malst das auf den Kopf. Okay, na dann. Ja. Zweite Gang. So, Reifverkupplung muss. Ja, dann rollst du, kein Gas geben. Das würde ich nicht machen. Einfach so die hinrollen und dann wieder schon bremst. Genau, weil es halt so stark bergab geht. In Berghofen. Kannst du mal rechts in den Außenspiegel gucken, wenn wir gleich losfahren? Weil die Fahrräder sind ja auch da. Oh, momentan nicht, aber... Vielleicht kommt gleich, ja. Vielleicht kommt auch gleich wieder der Opi mit seinem Stock. Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Ich finde, Radfahrer sind als Autofahrer schon schlimm. Mhm. Aber ältere Menschen als Radfahrer, da habe ich noch mehr Angst. Ja, zu Recht. Die sind halt auch unberechenbar. ziehen halt durch, so ist das egal. Ja. Die meinen ja immer noch aus 1968. Okay. Ich habe richtig gerade so Krämpfe im Fuß. Ich fahre die ganze Zeit. Ja, nicht ganz so schnell. Wir fahren gleich rechts weiter. Okay. Spiegel gucken. Lenker. Hast du den Fuß immer bei der Kupplung? Nein. Den kannst du nicht zur Seite tun. So, jetzt kannst du locker hier rein. Und jetzt quasi links abchecken, ob da welche kommen. Weil du hast ja Vorfahrt gewährt für die. Die sind aber weiter weg, ne? Cool. Und jetzt kannst du drücken. Wir sind jetzt schon im dritten Gang. Das heißt, schalten brauchst du gar nicht. Na dann. Ne? Kann man eigentlich auch eine direkte Automatik fahren. Wahrscheinlich schalten. So, locker hier rum. Und Gas geben. Einfach Gas geben. Nein, nicht. Ganz easy. Du hast eine ganz super lange Beschleunigungsspur. Linker Außenspiegel gucken und blinken. Ganz locker. Bevor du jetzt rüberfährst, nur einen Seitenblick machen. Und ganz langsam wechseln. Blinker aus, in Ruhe. Einfach ausmachen. Ja. Jetzt kannst du in Ruhe wieder in den fünften Gang schalten. Ein bisschen eben rein. Genau. Komm los. Und wieder Gas. Schön hier bleiben. Geht? Ich habe das so, als du mit mir auf die Autobahn gefahren bist, habe ich das so gesehen, dass du auf die Autobahn willst und ich war so, macht ihr das jetzt wirklich? Ich hatte ein bisschen Angst tatsächlich. Ja, also es ist ja auch gut, ein bisschen Respekt davon zu haben. Aber am Ende des Tages, wenn du weißt, was du wann, wie, wo machen musst, ist Autobahnfahren eher einfacher als Stadt. Weil hier kommt ja jetzt hoffentlich kein Stoppschild mehr, keine rote Ampel. Kein Radfahrer. Radfahrer, also sollte nicht zumindest. Jetzt musst du halt immer nur gucken, wie schnell darfst du fahren. Ja, ruhig die Spur halten, genau. Ganz im fünften Gang bleiben bei 80, Aha. damit wir die Geschwindigkeit so halten können. Wenn wir auf 60 irgendwann runter müssen, dann würde ich den vierten Gang irgendwann nehmen. Ja. Aber du kannst ruhig noch ein bisschen Gas geben. Die ziehen ja auch ordentlich an. Das sieht doch ganz gut aus hier. Ja. Und dann? Einfach vielleicht ein bisschen bremsen, weil die werden eh reinkommen. Genau.
Was ist, wenn ich zu langsam fahre in der Fahrprüfung? Was meinst du mit zu langsam? Also so, keine Ahnung, 5 km/h zu langsam. Ist egal. Ist egal. Ist halt wieder Gas. Okay. Wenn jetzt hier 80 ist und fährst 75, dann fällt dir das ja auch irgendwann auf. Wenn du dann sagst, auf 75 ist eigentlich ganz okay. Dann sagt der Prüfer natürlich jemand, wollen Sie nicht mal die 80 irgendwie? So, alles frei. Und dann solltest du natürlich sagen, ja klar, dann mach ich das mal hin. In der Stadt auch, wenn du dann von 30 bis 25 fährst, ist das halt so. Aber du solltest dann halt irgendwann selber merken, dass da 30 ist und dann selber Gas gibt. Okay. Also wie jetzt, wenn du halt mal auf 76 kommst, 75, dann gibst du halt wieder Gas. Ab da vorne kannst du quasi eh Vollgas geben. So ab hier, also drück mal richtig drauf. So am Fußboden, genau. Dann siehst du, wie viel Power dann von mir hochkommt, nämlich gar nicht so viel. Wir fahren jetzt schnell mal hier runter, gute Reise. Und morgen fahren wir von 15.30 bis 17 Uhr, ne? Irgendwie sowas, ja. Machen wir danach noch eine Prüfung oder ist das dann schon integriert? Nee, wir machen quasi davor, ich glaube 75 Minuten Fahrstunde oder 60. Und dann quasi im Anschluss die Prüfung. Also ich glaube 75 Minuten Fahrstunde. Und dann Schaltkompetenz. Wie lange geht so eine Prüfung? 15 Minuten. Also das ist die Pflaster abziehen. Das ist nichts Wildes. Na dann. Sorry, wenn ich dich jetzt enttäusche. Nein, alles gut, aber 15 Minuten, ich dachte, das kriegst irgendwie so eine halbe Stunde oder so. Dann. Genau, wieder anziehen, ein bisschen in den Spiegel beobachten. Also mit denen. Genau. Wenn du das siehst, der drückt oder nicht. Guck mal, da hinten fährt zum Beispiel ein LKW, der sollte eigentlich 60 fahren. Das tut er aber nicht. Nee. Also wir fahren ja schon 100. Wüsste ich jetzt nicht, wie. Ja. Naja. Vergleich mal rechter und linker Spiegel. Und die Hände nimm ein bisschen höher. Ja, so. Ah, trotzdem rechts bleiben. Wir überholen nicht, weil wir in Lünen die Kraftfahrstraße wieder verlassen. Aha. Das heißt, so ein bisschen auf deren Geschwindigkeit einfach anbremsen. Das schaffst du noch ein bisschen besser, muss ich nehmen. Was denn? So Kraftfahrstraße Autobahn geht noch. Ja klar. Ja, dann fahren wir weiter. Dann fahren wir gleich auf den Rheinufer. Schon einmal unterwegs sind hier. Dann zeige ich dir eine richtig bescheidene Stelle. Okay. Kannst du nur sagen, wie du die findest. Oh, oh. Also wir fahren dann gleich in Richtung Hannover weiter. Mhm. Muss dann immer so ein bisschen, wenn die jetzt von hier rechts kommen, muss man immer überlegen, wollen die gleich hier drauf oder fahren die weiter. Einfach beobachten und normal weiterfahren. Wir wollen jetzt nach Hannover, ne? Ruhig weiter Gas geben erstmal. Siehst du, wo das ist? Mhm. Dann blinken. Spiegel gucken und weiter Gas geben. Ne? Ruhig mehr Gas geben, sonst kommen die und schieben. Ich nochmal will Seitenblick, dann gehen wir rüber. Ich will nicht geschoben werden. Ich verzichte hier drauf. Linke aus. Yep. So, und dann siehst du da vorne ja Hannover, ne? Mhm. Cool. Wenn du das richtige Hannover-Schild siehst, dann kannst du blinken. Siehst du das? Ja. Cool. So, dann locker hier rüber. Linke aus. Und dann immer ungefähr so 50, also ein bisschen anbremsen. Und dritte Gang. Also Kupplung. Gerade, ne, nicht drücken, nur gerade nach oben. Ja, genau. Kupplung los. Ja. Wie gesagt, dritte Gang für so ein Schaltauto ist immer top für so Auf- und Ausfahren. Kannst du mit gleich 100 fahren oder auch 40. Das ist halt sehr flexibel. Ja, dann. Gas geben. Ich mehr Gas geben. Ja, gut. Blinker und außen spielen. Oh. Siehst du den? Mhm. Alles cool. Seitenblick machen. Seitenblick. Genau. Gleich muss ich jetzt nochmal machen. Nochmal beobachten. Nochmal einen Seitenblick machen. Langsam einfach rübergehen. Cool. Blinker aus. Und jetzt kannst du in Ruhe. Langsam. Und jetzt kannst du in Ruhe in 5 Sekunden. Rollen lassen. Erst in der Mitte, dann in der ersten Mitte. Genau. Und jetzt wieder Gas geben. Cool. Bei dem
Prüfer nicht sehen will, dass du so hinter LKW 80 herfahren kannst, müsstest du jetzt eigenständig einen Blinker links machen. Beobachtest du links, siehst du den, hast einen Seitenblick und dann gehst du da rein. Oder? Und Gas geben. Blinker aus. Deswegen komme ich da noch an eine Spur auf. Genau. Ja, okay. So, aber es ist ja absehbar, dass wir gleich da vorne diesen Anhänger überholen, oder? Mhm. Dann kannst du jetzt schon wieder in den Außenspiegel gucken. Blinken. Und wenn du sagst, so passt, machst du einen Seitenblick. Dann gehst du rum. Jetzt kannst du im Spiegel kontrollieren, ob das eine gute Idee war. Blink aus. Jetzt kann der Benz dich überholen, wenn du Bock hast. Weil wir überholen jetzt den Anhänger. Das ist korrekt. Macht ja auch Sinn.